Prinzessin Kate und Prinz William lernten sich 2001 an der Universität von St. Andrews in Schottland kennen, wo sie Freunde wurden. Nachdem sie etwa 8 Jahre lang zusammen waren, mit einer Pause, gab das Paar 2010 seine Verlobung bekannt und heiratete 2011. Die Geburt der 3 Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, krönte ihr Familienglück. Am 29. April 2024 feierte das Paar seinen 13. Hochzeitstag. Und nach einer Analyse ihrer Geburtshoroskope ist ihre Kompatibilität unbestreitbar, wie People berichtet. Der am 21. Juni 1982 geborene Prinz William ist Krebs, während Prinzessin Kate, geboren am 9. Januar 1982, Steinbock ist. Obwohl die beiden polar entgegengesetzte Sternzeichen sind, ergänzen sie sich sehr gut, vor allem in Fragen der Heimat, der Tradition und der Familienwerte. Die Verbindung zwischen Kate und William ist stabil und harmonisch, geprägt durch die fürsorglichen Eigenschaften des Krebses und die Ausdauer sowie Struktur des Steinbocks. Ihre Beziehung basiert auf Freundschaft, gegenseitigem Respekt und unerschütterlicher Unterstützung. Prinz William betonte in dem Verlobungsinterview 2010 die Bedeutung ihrer Freundschaft als Grundstein ihrer Beziehung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ihrer Beziehung ist die harmonische Verbindung zwischen Kates Venus, die Charme und Anziehung repräsentiert, und Williams Merkur, der für Kommunikation und intellektuelle Stimulation steht. Diese Synergie deutet auf eine intellektuelle Verbindung und eine Wertschätzung für anregende Gespräche hin.